So, heute mal auf der ersten Patrick 3331. Ich muss mal die 333 betonen, weil viele sagen, ich vergesse mal die 13. Sind wir hier in Spitzwiller in der Schweiz. Und ja, wir gucken uns jetzt Abarth an. Ist jetzt kein Abarth, aber ich finde die Lackierung eigentlich gar nicht mal so scheiße. Aber gut, gucken wir mal hier rüber. Also hier haben wir mal einen Gebrauchten gefunden. Das ist ein 1,4 Turbo. Ihr werdet es ja alle kennen. Der ist gar nicht mal so uninteressant vom Preis her, muss ich sagen. Ein 2014er September mit 2400 Kilometern, ist aber nur der 135 PS Motor. Aber 18.000. Ist gar nicht mal so schlecht. Nur die Felgen sind ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Farbe ist okay. Müssen wir mal angucken. Daneben haben wir einen roten als Cabrio-Version. Der sieht einfach mal schon mal geil aus, finde ich. Irgendwie die Farbe steht dem ganz gut. Felgen sind auch geil, weil bei dem Grauen sind die ein bisschen hässlich, muss ich sagen. Gehen wir mal weiter. Und hier stehen echt viele Abarth drin. Haben wir noch einen weißen, aber keine Info. Nicht schlecht, nur die Felgen finde ich wieder scheiße. Also ihr werdet jetzt ganz viele Versionen sehen. Also ich nehme euch einfach mal mit, weil ich habe überlegt, jetzt werden wir ja gucken uns ja die ganzen Autos mal an. Und hier stehen eigentlich so die interessanten. Ne? Also haben wir ein Biposto hier und ein Biposto da. Und die sind ja mal mega geil, aber die sind einfach so scheiße teuer. Vor allem nochmal in der Schweiz, ne? Irgendwie 70.000 Franken. Und für ein 70.000, also für 70.000 Franken für ein Fiat Abarth oder ein Abarth 500, pff, schon wieder ganz, ganz krass. Da sieht man einen Ladeluftkühler unten, ne? Einen größeren. Brembo-Anlage, Biposto. Der hat jetzt noch den normalen Schaltknopf. Und der andere, glaube ich, hat das sequentielle Getriebe hier. Mal schauen kurz. Ja. Ich zeige euch mal. Können wir mal reingehen. Guck mal, ob ihr den seht. Da unten. Geile offene Schaltbrücke. Und das Ding ist jetzt wohl eine Kompetition für keine Ahnung wie viel, aber der mit 180 PS wäre dann die Variante. So, jetzt sind mir irgendwelche Rentner in den Weg gekommen, die ungefähr Kia Picanto kaufen möchten. Guck mal hier mal weiter. Hier haben wir noch einen 595 Turismo als Cabrio-Version. Also das Problem sieht man bei den weißen Felgen, die sind so schnell dreckig. Die sehen zwar irgendwie geil aus, wenn es alles sauber ist, aber ansonsten zu schnell dreckig. Und irgendwie in weiß sieht er irgendwie langweilig aus. Also ich finde die Farbe eigentlich ganz geil. Oder halt diese Kombination mit obere Hälfte andere Farbe, untere Hälfte andere Farbe. Da haben wir noch einen anderen weißen. Das ist, glaube ich, der kleine wieder, der 135 PS Motor. Abarth. Und die Felgen finde ich auch irgendwie scheiße, muss ich sagen. Aber gehen wir mal weiter. Ich versuche das jetzt mal so zu machen, damit es nicht zu sehr wackelt. Ne? So, an sich finde ich ja die Abarth ganz cool. Es gibt ja drei Motorvarianten. Es gibt den alten, der hatte 135 PS, die neue Version hat jetzt 140 PS, 2016er Modell. Und dann gibt es den 160 PS und den 180 PS und den Biposto mit 190 PS. Das ist auch wieder so eine geile Kreuzung hier, so Kurve, Kreuzung, Polo GTI vorbeigefahren. Alles so ein bisschen gefährlich, aber da haben wir noch einen geilen. Ein Alpha 4C. Seen Through Glasses lässt grüßen, ne? Aus London. Wobei der hier halt ohne das Carbon-Paket ist oder die Launch Edition oder wie das Ding heißt. So, aber wir wollen jetzt mal auf die andere Seite gehen. Versuchen mal rüberzukommen, ohne überfahren zu werden. Jetzt machen wir ein bisschen Rennen hier. So, dann haben wir nochmal den Biposto hier. Der ist auch ganz geil. Also ich finde den nicht schlecht, weil er ist vor allem matt-grau lackiert. Das ist nicht foliert, das ist lackiert. Und diesen geilen, riesen Ladeluftkühler seht ihr da unten. 190 PS, 900, glaube ich, 97 Kilo wiegt das Ding. Also richtig geiles Ding und fährt auch irgendwie 230 oder so Spitze. Finde ich schon geil, aber sauteuer, wie gesagt, 70.000 Franken oder sowas. Und dann haben wir hier... Ich glaube, der ist neu, aber 22.900 Franken für die 135 PS Variante, also der alte Motor. Die Felgen sehen schon geil aus mit
gelben Bremssätteln. Der kostet jetzt 33.260, ist die 180 PS Variante. Also der Competizione. Ich finde das so krass, wie teuer die Dinger hier sind. Ja, also wenn man aus Deutschland kommt, ist das extrem. Ja. Dann haben wir hier nochmal eine Competizione mit 180 PS in weiß. Naja. Hier ist diese Variante mit der Zweifarblackierung. Die finde ich eigentlich ganz geil. Also auch das sieht ganz cool aus. Unten hellgrau, oben dunkelgrau. Felgen ein bisschen kacke. 23,9 könnt ihr sehen. Jetzt könnt ihr es sehen. Aber auch ist ein Gebrauchtwagen, Jahreswagen. 6.600 Kilometer gelaufen, Ende 2013. 160 PS. Hier ein schwarzer mit weißen Felgen, da steht nichts bei. Dann nochmal komplett grau. Das müsste auch ein neuer sein, mal schauen. Ja, Neuwagen, aber auch wieder die 135 PS Variante. Und dann da hinten noch ein schwarzer. Innen drin steht noch ein Biposto und zwei Rennwagen und ein Tributo Ferrari. Ein gelber. Aber innen werde ich jetzt nicht filmen. Das ist. Ist das ein gebrauchter? Ne, Neuwagen. Auch der kleine Motor 135 PS für 21,9. Die haben schon diese komischen Rabatte hier. Seht ihr? Sommerbonus und Lagerprämie. Ja, minus 4.830. Also im Endeffekt, die müssen ja auch was machen hier in der Schweiz, was einfach nur verdammt teuer ist. Ja. Gut, das war es eigentlich schon gewesen. Ich wollte euch nur mal die hier mal zeigen. Ich laufe mal kurz hier lang. Also wie gesagt, drei Varianten gibt es. Den Biposto lasse ich mal außen vor. Das ist einfach nur scheiße teuer. Kann ich mir nicht leisten. Und würde ich auch für 80.000 Franken, würde ich mir auch echt was anderes holen, außer als ein Abarth. Aber hier genau, wenn ihr halt irgendwo in der Schweiz seid, da oben steht Spiez, oder Spiez, das ist Spiezvilla hier. Und ja, wir werden bald eine Probefahrt machen. Ich lasse gerade meinen Führerschein umschreiben auf den Schweizer Führerschein. Ich muss meinen deutschen abgeben, leider. Und sobald ich den dann habe, kommen wir mal auf eine Probefahrt vorbei. Und gucken wir mal, wie der, naja, wie soll ich sagen, wie der Abarth sich irgendwie schlägt, ne? Gut. Dann subscriben, liken, teilen, wie Franz immer sagt, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.